Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Vielleicht komme ich über eins dieser Seile zurück nach oben. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin, eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Thank you.
schnell jetzt. Die ganze Zeit laufen lassen. Sie hat sogar Verbesserungen vorgenommen, aber ich glaube, die Seile überstehen nicht mehr viele Fahrten. Eine reicht auch völlig aus. Zwei. Ich möchte gern wieder runter. Irgendwann. Versuche, den Hebel auf der Plattform zu ziehen. Vielleicht setzt uns das an. Deine Hexe ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Tut mir leid. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten, bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Komm schnell! Nein! Oh, Nadja? Oh. Wie? Oh, es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte es... Alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Als die Schuld, in dem Gulag zu arbeiten, zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gesten, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadja. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen, und dafür habe ich sie geliebt.
Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Team Bravo, die vermissten Soldaten. Sie sind hier. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh Gott, was hat sie mit ihnen gemacht? Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Das ist der letzte Rest. Ancora di anni a te. Vengo tutti e stendo sta fune di ora me lo adesso. Ehi, ragazzi, ancora. Thank you.
Das ist nicht real. Los, weiter, verdammt. Gut. Yeah.